Willkommen zu meiner Folge, die eben schon angefangen hat mit dreimal Aufwachen mit Zombie, wie ihr gesehen habt. Super tolle Sache, das ist der beste Start in den Tag, den man sich vorstellen kann. So, ich habe jetzt dann endgültig da unten geschlafen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Hier waren auch noch Skelette, meine Güte. Wahrscheinlich warten jetzt die ganzen Creeper auf uns vor der Tür. Ich sehe keine. Wahrscheinlich werden die wieder uns finden, bevor wir die finden. So. Ich habe ja jetzt das Glas und ich habe auch noch ein bisschen Sand abgebaut. Also gehen wir jetzt wieder rüber. So. Auf die Insel. Und was ist das? Ein braunes Schaf. Und jetzt wäre ich gerade fast in mein eigenes Loch gefallen. So. Und wahrscheinlich findet uns gleich wieder ein Creeper. Obwohl ich, ups, Entschuldigung, Schaf, keins gefunden, keinen gesehen hatte. Und ich glaube, ich werde gleich da oben mal auf Schweinejagd gehen. So. Oder da auf Hirschjagd. Ist mir egal. Hauptsache was Essbares. Weil wir ja eben alles futtern mussten, wie ihr gesehen habt. Ja, komm. Hallo? Bleib stehen. Bleib stehen. Oh Gott. Komm. Jetzt aber. Na, immerhin hat es uns auch was gegeben. Und hier sind rote Blumen. Und ihr wisst noch, wofür brauchen wir rote Blumen? Ja, um Schafe einzufärben. Und ich habe auch ganz viel, dadurch, dass mir da zweimal das Skelett heute Nacht über den Weg gerannt ist, in meinen Albträumen. Ach, da drüben sehen wir auch schon unseren Tempel. Habe ich jetzt genug Dingens, genug Bone Meal gleich, um da was mitzumachen. Ah, das sieht aber hässlich aus da mit dem Zeug drin. Mit dem Kies. Ich mag den Kies nicht, das sieht immer so hässlich aus. Ja, du benutzt auch die Originaltexturen. Das sieht ja nun mal hässlich aus. Ja, ich weiß. So. Hallo? Unsichtbare Mauer oder was? Ist klar. Okay. Keine Ahnung. Ich habe da nichts hingesetzt. Warum auch immer ich da jetzt nicht hochkam. So. Keine Creeper, die uns wieder irgendwo auflauern. Ich sehe nichts. Ich sehe auch keine Tiere. Wahrscheinlich spawnen die jetzt gleich erst, wenn wir hier alle sind. So. Was? Habe ich da gerade was gehört? Nee, ich glaube doch nicht. So. Die ganzen Erdblöcke kann ich ja jetzt hier mal wegnehmen. Und wir können jetzt auch hier endlich zuziehen. Dann können wir auch hier oben übernachten. So. Dann fangen wir doch mal an mit dem Glas. So. Und zack. Toll. Ihr wisst ja, Glas kriegt man nicht wieder, wenn man es ab... Wenn man es falsch... Setzt. Setzt. Meine Maus spinnt rum. So. Ja. Sobald das Seil hoch ist, haben wir dann, müssen wir nur noch Angst haben vor Spinnen. So. Oh Mann. Blödes Glas. Und da hinten ist ein Schaf. Ach, wie schön. Wir haben noch lange nicht genug Wolle für den Leuchtturm, aber ein Anfang ist gemacht, sagen wir es mal so. So. Dann fangen wir hier mal weiter an. So. Hier muss jetzt das hin und hier kommt wieder Glas hin. Da ist mein falsch gesetztes Glas. So. Ja. So.
muss ich mal gerade gucken. Oh Gott. Aua. Dachte ich mir schon, dass das wehtun wird. So, in irgendeiner Ecke sollte man jetzt sich dann auch eine Leiter setzen. Das werde ich jetzt auch tun. Autsch. Genau deswegen. Weil man langsam dann nicht mehr runterkommt, ohne sich höllisch weh zu tun. So. Da brauchen wir ganz viele Stickies, also ganz viel Dingens für. Ah ja, ich wollte ja diese Folge endlich mal erzählen von den Updates. So. Und die Blümchen wandeln wir mal eben um. Also, ich habe echt extra die Liste ausgedruckt, dass ich euch davon erzählen kann. Ja, es soll ja, aber das ist erst mit dem fertigen Release geplant, dass man wirklich, dass die Mods unterstützt werden von Minecraft, dass man da nicht mehr so versuchen muss, dass es irgendwie passt. Das soll es ja jetzt geben. Dann, irgendwann mal. Komm, geh kaputt, du blöde Leiter. Hallo? Dann schlage ich ja den ganzen Stein weg. Oh, super. Das hat ja fantastisch geklappt. So, dann soll es zähmbare Tiere geben, noch weitere wohl. Single- und Multiplayer-Integration, ausgearbeitetes Gameplay. Da sind sie ja eigentlich fast immer dran, ausgearbeitetes Gameplay. Dass man mehr zu tun hat. So, da bin ich jetzt schon angekommen. So. Und so, so, so. So, so, so. Und hier, so wird jetzt, fange ich sogar schon an, die Decke hier zuzuziehen. So. Das kommt weg. Und der kommt weg, weil da die Leiter ist. Und das ist runtergefallen. So. Ja, was gibt's denn noch? Achso, es soll dieses Adventure-Update kommen. Keine Ahnung, was das dann beinhalten wird und was man dann da machen kann. Aber es wird bestimmt spannend. So, und jetzt gehe ich lieber erstmal die Treppe runter, bevor ich hier wieder runterfalle. Achso, hier ist noch keine Leiter. So, zack. Das haben wir jetzt aber nachgeholt. So. Hier machen wir uns jetzt mal einen kuscheligen Aufweg. So. Und es soll Pilze geben. So. Ihr seht, ich arbeite mit Skript und schon stotter ich die ganze Zeit. Nochmal quatsche ich ja immer alles aus dem Kopf. Es soll so Pilzblöcke dann geben. Und aus diesen Pilzblöcken werden dann die großen Pilze... aus diesen Pilzblöcken wird es dann große Pilze geben. Und es soll auch ein neues Pilzbiom geben. Ich hätte mir eben eher so ein Regenwaldbiom gewünscht, aber es soll ein Pilz... Ach, das war jetzt alles falsch hier. Ein Pilzbiom geben. Keine Ahnung. Ich kann mir darunter auch noch nichts vorstellen, aber wir werden es ja sehen, ne? Und, dann, was steht hier noch? Es soll Mobdörfer geben. Also ich habe gehört, es soll NPC-Dörfer geben. Jetzt soll es anscheinend auch Mobdörfer geben. Keine Ahnung. Creeper Village mit Baby Creeper und Creeper Mama oder was? Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall lustig an. Bin ja auch mal gespannt, was das dann so sein wird. Schauen wir mal. So wird das dann aussehen. Und da in der Mitte habe ich jetzt noch kein Glas eingesetzt. So. Und, ja, was ist denn hier jetzt? Ah, ja, bin ich jetzt eine Etage schon zu hoch. So. So, so. Ah. Und irgendeiner raucht draußen. Ich mag nicht Rauch. Bäh. Ich verstehe auch nicht, wie das in den zweiten Stock ziehen kann, aber es zieht in den zweiten Stock. So, dann erzählen wir mal weiter von diesen Updates. Dazu wird es halt, wie ich ja schon gesagt habe, dann auch die NPC-Dörfer geben. Es wird mehr NPCs geben und ich habe eben auch gelesen, dass es ein neues Monster geben wird, das total unheimlich ist. Das ist,
das hässliche Viech, das ist mir erstens total unheimlich und zweitens total komisch. Wenn ihr das anguckt, dann wird das erst aggressiv, ansonsten ist das friedlich. Und wenn das dann einmal aggressiv geworden ist, dann läuft euch das hinterher. Und wenn es weiter weg ist, dann wird das euch hinterher teleportiert. Und das wird aggressiv, sobald ihr den Cursor, also jetzt hier in dem Fall euren Minecraft-Zeiger auf den richtet, dieses Steuerkreuz. Also das stelle ich mir wirklich sehr unheimlich vor. So. Und ja, unheimlich. So. Vielleicht werden mich jetzt auch die Mobs dann wegschießen und runterschießen und... Oh, wir haben keinen Sandstein mehr. Ich habe euch ja gesagt, das wird mit dem Sandstein nicht lange vorhalten. Und ah! Wir haben hier noch gar kein Licht. Ah! Ist euch aufgefallen, dass ich das Licht vergessen habe? Nein! Und da ist eine Spinne. Ah! Schnell da rein. Oh. Ich habe noch gar kein Licht und ich habe auch keine Kohle. Vergessen, alles vergessen. Und die Spinne oben ist scharf auf uns. Scharf auf unser... Oh mein Gott. Das war ja eine tolle Nacht. Und die Spinne wird bestimmt voll auf uns stehen. Komm. Hui. Unterwasserkampf. So. Gehen wir mal schnell da wieder rein. Weil ich hatte doch eben... Ja. Okay, da oben wurde gerade irgendwas getötet. Ich habe gerade keine Stickies. Doch, da. Wie war das denn nochmal? Oh mein Gott. Wer ist denn da oben unterwegs? Der Chicken Reaper oder was? Okay, das war jetzt falsch. Sato, wie ging noch mal ein Bogen? Tja, mein Freund muss mir helfen. Ich weiß nicht, wie ein Bogen geht. Er hat ja gesehen, ich hatte in diesem Let's Play noch keinen Bogen. So, was mache ich falsch? Mega fail. Okay, da, ihr seht, so wird ein Bogen gemacht. Dankeschön. Ey, toll. Man fragt den Freund, kannst du mir helfen? Dann fragt ein Sato und dann klaut er mir meinen Zitronenkuchen. Super geil. Wir haben nicht mehr viel Zitronenkuchen. Meine Güte. So viel Pech. So, dann haben wir hier noch ein paar Federn. Aber wir haben keine... Nein, wir haben aus Kies keine... Oder doch? Nee. Man braucht ja für die Pfeile eine Spitze aus Gravit und das haben wir nicht. So, aber ich habe zumindest jetzt einen Bogen. Und da hinten ist wieder ein Creeper. Wieso spawnt er eigentlich ja immer an der einen Stelle? Würde ich ja auch mal gerne wissen. Und er hat uns gar nicht gesehen. Wenn ich jetzt gleich hier runterfalle, sieht er uns bestimmt. So. Yeah, wir haben das erste Mal mit dem Bogen einen Creeper erledigt. Die Pfeile, die nicht auf das Monster getroffen sind, die kann man sich auch wieder mitnehmen. Die anderen sind verloren. So. Und wir müssen wohl oder übel da hinten hin und Dingens abbauen. Da ist noch ein Creeper. Ist auch in unserer Wohnung ein Creeper? Nee.